Requires bow or crossbow. Fires a magic arrow with creature damage and can knock back. Das sind Nahkampfskills, Magierskills, also die typischen drei Kampfskill-Trees. Oder einfach das hier. Überlebensskills. Ich würde mal sagen, ich nehme erstmal mehr Lebenspunkte. Genau. Oh, und unser Leben hat sich, unsere Hungerleiste hat sich, glaube ich, auch aufgefüllt. Gut. Jetzt craften wir mal eine Woodworking Bench. Stellen die hier auf. Da hinten ist eine Ratte. Oh, die hat sogar Pristine Pine Logs gebraucht. Also müssen wir weitere Pine Trees fällen. Und natürlich ein Copper Tailoring Table. Cotton and Fur Armors, genau. Und noch ein Level Up für uns. So. Hups, jetzt habe ich den auf den Boden fallen lassen. Komm, sammle ihn auf. Also erst noch mal ein Level Up. Das heißt, noch mehr Lebenspunkte am besten. Ja, okay, jetzt ging das Ganze wirklich Schlag auf Schlag. So. Erstmal hätte ich gerne Tools and Weapons. Was brauche ich für einen Oak Crossbow? Cotton. Oak Bow, Pine Bow. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Pines fällen und Oaks. Nebenbei, was kann ich eigentlich in meiner Stone Smelter an Tools herstellen? Gar nichts. Workbenches kann ich nur den Enchanting Table. Was kann ich hier an Workbenches? Nix. Und hier Iron Tailoring Table. Okay, hier kann ich den besseren Table dann herstellen. Aber erstmal leichte Armor, Medium Armor, Heavy Armor kann ich nicht machen. Also für die Sachen brauche ich einfach Fewer und für die Sachen brauche ich Cotton. Bolt of Cotton. Den kann ich wahrscheinlich hier aus Cotton machen. Oder aus Wolle kann ich Wool machen. Aber Wool Armor kann ich hier noch gar nicht craften. Gut. Das heißt, als nächstes werden wir Cotton und Wolle suchen gehen. Wenn wir ausgeschlafen haben und wieder Tag haben. Beziehungsweise werden wir nur Wolle suchen gehen. Kann ich euch irgendwie gießen? Nö, kann ich nicht. Ich kann nur warten, dass ihr wachsen tut. Oh, da hätten wir eine Kuh. Kuh gibt Leder. Ja gut. Kuh gibt auch Milch übrigens. Gucken wir mal, was wir weitermachen können. Das war der Ofen. Ich wollte hier eigentlich Silver Ingot, Pitch, Brick Wall. Ja, das aus Block of Clay kann ich Brick Walls machen und hier kann ich Clay Bricks machen für den Boden. Cobblestone Block. Auch für den Boden. Enchanting Table ist klar. Brick Fireplace ist einfach bloß eine Lichtquelle. Glasblöcke kann ich weitere herstellen. Dann gib mir mal Glasblöcke. Und dann könnte ich Windows herstellen. Ja, will ich aber alles noch gar nicht. Decorations, nö. Hier möchte ich gerne nochmal gucken. Block of Oak. Für den Boden. Block of Pine. Block of Willow. Oh, und Äpfel. Mal wieder. Ja, Äpfel könnte ich zu neuen Bäumen craften. Die Idee wäre gar nicht mal so schlecht. Kaktus. Wo sind sie denn? Seeds, Seeds, Seeds. Das ist alles dieses Animal Carrier. Ah. Use on tame animals to carry them. Animal Feed. Use to tame chickens to feed. Also ja, damit kann ich Tiere füttern. Aber nur gezähmte. Das ist die Frage, wie zähmt man Tiere?
Carrot Seeds. Jetzt wollte ich aber eigentlich Äpfel hier rein tun. Nein. Apple Tree Sapling, genau hier. So, Apple Tree Saplings. Mit denen bewege ich mich jetzt hier hin und pflanze hier neue Äpfel. Und die Kuh ist mir im Weg. Kann ich die Kuh irgendwie melken? Empty Glass Bottle, gib mal über 4 Stück. Und jetzt bitte die Kuh. Ja, ich kann Milch herstellen. Danke, Kuh. Gut. Jetzt muss ich aber auch mal gucken, nochmal unter Workbenches. Stone Smelter, Copper an will. Obsidian Smelter, Glas Alchemy Lab. Fehlen mir die Glasflaschen dafür und 2 Kupferbarren. Aber jetzt erstmal den Copper an will bauen. So. Und den mal irgendwo platzieren. Wow, die Ratte kommt aber gefährlich nah. Tools and Weapons. Copper Pick könnte ich hier herstellen. Die hält wahrscheinlich ziemlich viel länger als das Ding da. Ja, auf jeden Fall. Das Ding hat eine Indestructible. Okay, warum ist das Ding jetzt auf einmal indestructible? Copper Pick. Ach, jetzt auf einmal nicht mehr. Copper X. Copper Pick. Ah ja, das war wohl noch ein Bug. Auf jeden Fall hat die 5-mal mehr Durability als eine Stone Pick und macht viel mehr Schaden. So, ich habe mal eine gecraftet. Auch wenn ich jetzt fast kein Copper mehr habe. So, jetzt will ich aber erst einmal, wo langsam wieder Tag wird und ich was sehe. Cotton suchen, wollte ich gerade sagen. Aber das hat sich dann... Oh, vorsichtig sein. Vorsichtig sein, wenn in der Nähe ein Goblin-Lager ist. Okay, und das mache ich am besten wieder mit der Hoe. Cotton sammeln. Genau, da hat mich gerade ein Goblin erspäht und ich sollte einfach das Weite suchen, bis er meine Fährte verliert. Wow. Gut. Generating Map. Da oben ist noch Korn, was ich einsammeln sollte. Also ja, den Apfel kann ich mal hier wegpacken aus meiner Hand. Und mir unter Tools und Weapons noch eine neue Hoe basteln. Ja, die Nachbarn sollte ich definitiv gucken, dass ich sie loswerde. Also die Goblins. So, jetzt gucken wir mal, ob er noch in meinem Lager rumstreunt. Scheinbar nicht. Sehr gut. Das Weed sieht aus, als ob es fertig gewachsen wäre. Ja, sehr schön. Das wiederum nicht. Und die Karotten hier sehen fertig aus. Gut. Dann pflanzen wir erstmal Weed neu an. Ja, so. Und die Karotten lassen wir erst einmal. Jetzt kann ich hier erstmal Flor herstellen. Kann ich nicht. Ich habe nicht genug Weed. Okay, dann sollte ich demnächst mal gucken, dass ich eine Chest für ein paar Sachen hier baue. Aber ich habe genug Cotton. Cotton Seeds sollte ich machen. Ah, falscher Workshop. Seed. Seed Corn. Mal 4 Stück. Und Cotton Seeds. Auch mal 4 Stück. So, jetzt hätte ich noch genug Cotton für eine Crossbow.
Aber erstmal lege ich eine neue Farm an. 4x4 Felder. Beziehungsweise 2x4 Felder erstmal. So. Und ja, das Ganze ist jetzt noch sehr sporadisch. Nachher baue ich mir ein paar ordentliche Häuser hier in der Gegend. Wenn ich die Gegend auch absichern kann, natürlich erst. Baue ich mir Häuser, Farmen und so weiter. So, Cotton. Cotton, Cotton. Und Korn. So. Milch kann ich zu Butter machen, habe ich gehört. Und ja, dabei werden einfach die Gasflaschen mitverbraucht. Warum nicht? So, und dann kann ich Popcorn machen. Das ziemlich nahrhaft ist sogar. So. Sehr schön. Und ja, ich weiß, ich kann jederzeit die Kuh hier neu plündern. Woodwork Bench kann ich. Building Materials. Oakball, Pinewall, Decorations. Storage Crate. Genau. Mir so eins mal craften und das hier, sagen wir mal, hier neben den Anvil stellen. Und dann solche Sachen reinpacken, die ich gerade nicht brauche. Wie zum Beispiel Dirt. So, jetzt gucke ich mal nach meinem Crossbow. Oak Crossbow. Müsste ich Oak fällen? Kann ich auch eine Pine Crossbow machen? Nein, Pine. Achso, ups. Pine Stuff, Oak Stuff, Jaw. Jetzt muss ich Oak finden, also Eichen. Jew Crossbow, Fairwood Crossbow, Shadebug. Okay, übertreib's nicht. Kann ich nicht einfach mal hier. Pristine Pine Lock. Pine, Pine, Pine Crossbow. Genau, da ist er doch. Okay, das heißt, wir fällen jetzt erst einmal. Ist das die Stone Axe? Ja. Pines für Pine Locks. Also ja, aus Bäumen kommen dann wohl noch besondere Locks raus. Wie viel haben wir jetzt? Nicht besonders viel. Large Maple Tree. Pine, Pine. Gucken wir mal, was wir aus dem Large Maple Tree kriegen wir. Birkenlock hatten wir schon. Pine. Jetzt brauche ich eine neue Axt. Die ich mal wieder nicht unter Stone, unter den Werkzeugen finde. So. Und ich finde nirgendwo Pine Logs. Ja? Pine Sapling, Common Logs. Genau. Maple Tree. Maple Sapling. Okay, ich habe ein paar Pine Saplings. Die pflanze ich einfach mal hier an. Mache ich mir einen kleinen Wald. Und hoffe mal, dass ich so ein bisschen Pein rauskriege. So. So, so. Oh, da ist noch ein Apfelbaum. Den könnte ich theoretisch fällen und zu meinen anderen packen. Oder ich sammle einfach bloß die Äpfel ein. Korn wächst. Weizen ist groß genug. Und noch mehr Karotten. Den Apfel kann ich noch einsammeln. Und dann baue ich die Karotten mal hier ab. So, und den Weizen, nur zwei Weizen, ah, noch mehr Weizen, gut. Den Weizen natürlich wieder anpflanzen, den ich gerade abgebaut habe, so. So. Was kann ich denn eigentlich aus Weizen alles machen? Erstmal gar nichts, weil ich, okay, die Filter scheinen noch nicht so richtig zu funktionieren. Außerdem ist das die ganz falsche Ecke. Hier muss ich nach Weizen gucken.
Und hier gibt es auch nichts. Äpfel. All. Komm, gib mir erstmal die Äpfel, die da noch liegen. Dann gucke ich mal kurz. Ich kann doch Apple Pie machen. Guckt, guckt, guckt. Mushroom Soup. Schub, Pumpkin Pie. Schick wäre es, wenn das wenigstens sortiert wäre. Apple Pie, da ist sie ja. Brauche ich Sugar. Sugar. Kann in einem Stone Oven hergestellt werden. Also muss ich mal kurz nach Sugar gucken. Sugar wird aus Sugar Beet gemacht. Warum nicht? Macht Sinn. Zucker aus Zuckerrüben zu machen. Aber nee, bringt uns nichts. Wie viel Kupfer haben wir noch? Gar nichts mehr. Wir haben nur eine Kupferpicke. So, das heißt, ich hau mal weiter und mach mal kurz Pause. Ich bin gleich wieder da.